Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. Heute zum Freitag ein paar News, ein Video habt ihr ja von mir heute schon bekommen. Und jetzt reden wir nochmal über das, was kommen wird, beziehungsweise auch was ich bestellt habe. Ja, das ist meine Seite moschus.de, wir steigen ganz klein ein. Mehr oder weniger, klein oder groß, das ist echt die Frage bei dem AutoCube iPlay 7T, ein Tablet, was gerade für 62,78 Euro zu haben ist. Ich habe hier auf dem Tisch noch das iPlay 10 Pro noch liegen, das wollte ich auch noch vorstellen, das habe ich bisher nur einen Kurztest vorgestellt, aber ich habe ein Problem mit dem Touchscreen, deshalb habe ich es nach hinten rausgeschoben. Ist recht, das aktuelle Tablet mit Android 9 und na, ihr lest ja schon die Überschrift, das ist ein LTE-Tablet, aber für 62,78 Euro, 2 GB RAM, 16 GB Festspeicher, IPS, hier HD, übelst klassisch, 1280x720 Pixel, ja, 16:9 Format und ja, der Preis, ein LTE-Tablet. LTE-Tablets sind normalerweise relativ teuer und ja, nicht hier nur für chinesische Netze, sondern auch, hier steht es irgendwo, also alle möglichen Bänder werden unterstützt, unter anderem eben auch Band 20 und ich habe es einfach mal bestellt. Ich bin super gespannt, ich meine 60 Euro jetzt mal ohne Mist, 63 Euro, das ist spottbillig, auch für ein Smartphone wäre schon spottbillig, geschweige denn für ein Tablet. Es ist überall als Tablet wird es angeboten, oder AutoCube, die iPlay-Serie, das ist auch eine Tablet-Serie, aber irgendwie ist es aber auch irgendwie, das Ding hat eine Hörmuschel. Und mit LTE ja auch SIM-Karten-Support, das heißt, man kann damit telefonieren und dank der Hörmuschel kann man damit telefonieren wie mit einem Telefon. Aber das wäre in dem Fall ein gigantisches Telefon. Ich habe es einfach mal bestellt, ich bin echt gespannt, was mir hier angeliefert wird. Und ja, Unisoc kommt einem erstmal weniger bekannt vor, SC9832E aber schon, das ist Spreadtrum. Die haben sich aber umbenannt oder wurden aufgekauft, keine Ahnung, jetzt ist es halt Unisoc. Wir warten mal ab und dann werden wir auch noch die Frage beantworten, ist es ein kleines Tablet oder ein riesiges Smartphone? Vermutlich ist es beides. Schön. Kommen wir mal zu Google. Google hat das Pixel 4 vorgestellt. Das Pixel 4. Neues Telefon, was man hier auch sehen kann. Eine sehr hübsch designte Website. Und dann gehen wir mal so durch und wollen sehen, ja, was ist denn jetzt an den neuen Pixel so toll? Ganz billig ist es nicht. Ihr seht schon rechts oben den Preis. 749 Euro. Wir hatten ja gerade noch ein LTE-Tablet für 63 Euro. Ja, da muss man doch bei 750 Euro schon ein bisschen hinschauen. Ja, was ist denn da jetzt eigentlich so fantastisch? Und wenn man sich hier so durchscrollt, merkt man erstmal, es geht, wir sind schon bei der Hälfte, erstmal irgendwie nur um die Kamera. Dann eine Google Assistant, was ja nun nicht wirklich was doll ist, ist ja Software. Okay. Gestensteuerung oder wie ich sie dann irgendwann umgetauft hatte, Winke-Winke-Gesten, weil man ja, hier wird es kurz demonstriert, über, nein, man winkt dem Telefon praktisch zu, man kann zum Beispiel in den Titel wechseln, das kennen wir schon, ich glaube erstmals damals mit dem Samsung Galaxy S4 eingeführt und es hat auch schon damals bis heute kein Schwein verwendet, in irgendwelchen, manchmal ist das random in irgendwelchen China-Smartphones, ist das noch verfügbar, diese Geste, habe ich noch nie benutzt, finde ich ehrlich gesagt totaler Blödsinn. Jetzt ist es wieder, hoppala, jetzt ist es wieder dabei. Ich meine, es bedingt ja, dass man entweder das Gerät in der Hand hält, mit der einen und mit der anderen so drüber winkt, abgesehen davon, dass man ja vorher irgendwie erstmal in diese entsprechende App ja auch rein manövrieren muss. Dafür muss man ja das Display schon wieder anfassen. Also die Gesten und natürlich eine bessere Kamera. Und das ist jetzt im Großen und Ganzen, worum es hier geht. Wäre ja okay, wenn das Gerät jetzt spottbillig ist, dazu kommen wir dann gleich noch. Ich meine, es geht hier immerhin um Google, ein riesiger Technologiekonzern. Da erwartet man natürlich Innovation, entweder optisch oder Hardware oder Feature oder natürlich alles zusammen, ist ja klar. Und da sehen wir dann hier erstmal das Design von den Telefonen. Und das hat mich echt, es hat mich tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Ich war sehr überrascht gewesen, aber in dem Fall auf keinen Fall positiv. Ich kann euch das jetzt hier mal zum Vergleich mal das Meizu 16 in die Kamera halten, weil hier sieht man die Displayränder wunderbar, weil das Gerät halt in weiß ist und da kommt dieses tolle Google Pixel 4, was den Einstiegspreis von 750 Euro aufweist, kommt dann nicht ran. Und das ist das 16, jetzt kann ich natürlich noch weitermachen mit dem 16S, der Nachfolger vom 16, der ist noch ein bisschen verbessert und das Display-Buddy-Verhältnis aber auch nochmal verbessert worden. Ja, da denke ich mir, wenn das Meizu hinbekommt, als, ja, jetzt im Vergleich zu Google natürlich kleinerer Technologiekonzern, da frage ich mich, was soll denn das hier eigentlich? Ein 750-Euro-Telefon, aber mit einem Design von vorvorgestern. Der Rahmen ist einfach mal viel zu dick. Und ich rufe mal ein Foto auf, was ich gestern gemacht habe. Das habe ich gemacht, das ist jetzt hier kein Produktfoto von Yumidigi, wo man denkt, ja, die haben bestimmt beschissen. Das sieht man an den Katzen, ja, das ist praktisch gebrandet, das Foto. Das ist das A5 Pro. Und das Telefon kostet 90 Euro, ohne Mist. Und da haben wir hier ein Design, was, ich weiß nicht, ob das also jetzt subjektiv ist, aber was nicht subjektiv ist, ist das offensichtlich bessere Verhältnis zwischen Display und Gehäuse. Beim Telefon für 90 Euro. Und wenn man das vergleicht mit einem Telefon, was bei entsprechender Option das Zehnfache kosten kann, tut mir leid, da erwarte ich ein Design, was einfach mal, also mindestens mit einem Design von den 90 Euro nur in dem Telefon mithalten kann.
Und ja, das Display, das sieht auch so aus. Also es ist ein Full HD Plus IPS Panel. Und da kommt Google hier mit einem völlig veralteten Design um die Ecke. Technische Daten, es gibt das Pixel 4 und das Pixel 4 XL hat ein größeres Display und eine höhere Auflösung. Ja, OLED-Display, Full HD Plus 444 ppi, die größere Version hat dann 537 ppi. Das ist natürlich mega scharf, ist klar. Die 444 ppi reichen absolut. 19:9, bla bla bla. Also Display gibt es natürlich nichts zu meckern. Ja, das ist ein Top-Display auf einem sehr hohen Niveau. SoC natürlich auch High-End, der 800, nee, ist er eigentlich nicht. Das ist der 855er, der ganz aktuell ist der 855 Plus. Naja, gut, egal. Ist jetzt aber ohnehin jetzt nichts irgendwie Besonderes. 16S beispielsweise hat den 855er ebenfalls verbaut. Ist genau der gleiche SoC. So, die Kamera, sicherlich. Die wird ja auch groß angepriesen. Die wird natürlich top sein. Akku. Steht nicht da. 18 Watt Schnellladegerät. Und was ich gelesen habe, ja, ist Schnellladen halt mit 18 Watt möglich. Naja. Also in dem Preisbereich unterster Standard. Akkukapazität lässt sich nicht finden, deshalb müssen wir jetzt mal GSM Arena bemühen. Ja, Corning Gorilla Glas und sowas, das ist alles klar, aber das haben wir, wie gesagt, bei Up-Midrange ist das ja auch schon dabei. Und deshalb Pyotr Akku 2800 mAh, das ist echt wenig. Und hier steht es auch nochmal Fast Charge mit 18 Watt, das ist echt wenig. Also ist wirklich der 855 und nicht der 855 Plus. Ja, im Übrigen das Pixel Plus, das hat einen etwas größeren Akku, das war glaube ich dann mehr 3600 mAh, aber 2800 auf jeden Fall, auch unterer Durchschnitt. Kommen wir noch zum Speicher, den habe ich jetzt absichtlich übersprungen, den habe ich nicht vergessen. So, wir können ja vorbestellen und entweder das 4er oder das 4er XL. Der Preis erstmal an sich, der Abstand 150 Euro, da sage ich, okay, ist ein größeres Display, aber auch eine deutlich höhere Auflösung, ist gerechtfertigt. So, wir nehmen jetzt das kleinere mit drei verschiedenen Farben. 64 GB, also das erinnert uns doch schon sehr an Apple, die auch immer noch sehr geringe Speicherausbaustufen, aber für einen Premium-Preis anbieten, wo man sagt, ernsthaft, ich kann ein 1100 Euro Smartphone kaufen und 64 GB nicht erweiterbaren Speicher und Google schließt sich dem hier an, auch wenn die Preise tendenziell ein bisschen niedriger sind. Aber Google geht eigentlich schon in eine ähnliche Richtung. Also wir haben veraltetes Design, das haben wir jetzt schon festgestellt und wir haben die Möglichkeit, ein Telefon mit veraltetem Design und 64 GB Festspeicher für 57 Euro zu bestellen. Sowas kann man zum Beispiel bei Xiaomi überhaupt gar nicht kaufen, das bieten die überhaupt gar nicht an. Ein Telefon für 57 Euro mit 64 GB Festspeicher, das gibt's da gar nicht. Im Übrigen, Arbeitsspeicher, der ist fest. Der ist fest, und zwar bei 6 GB. Da muss ich aber das Gleiche sagen. Ich glaube, Xiaomi, gut, das müsst ihr mal nachprüfen, aber ich glaube, die haben auch kein Smartphone mit 6 GB Arbeitsspeicher für 57 Euro. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass ich aus meiner Sicht über 6 GB völliger Blödsinn sind. Es gibt ja 12 GB inzwischen. So viele Daten kann man gar nicht auslagern, außer vielleicht für irgendwelche ganz speziellen Anwendungen, als dass man den Speicher voll bekommt. Allerdings auf der anderen Seite natürlich muss ich sagen, für 57 Euro erwarte ich einfach, weil das Telefon so teuer ist. Ich würde niemals so viel Geld für ein Telefon ausgeben. Aber wenn ich das schon täte, dann habe ich ja einen Grund. Da sage ich, okay, ich brauche aus Gründen noch immer wirklich absolutes High-End. Nämlich keine 6 GB und auch keine 64 GB Festspeicher. Das ist alles absolut unterdurchschnittlich. Und hier auch dann 100 Euro für 64 GB mehr. Das ist auch schon krass, wenn man bedenkt, ja, da bekommen wir schon zum Beispiel das 2G N20 oder Yumidigi A5 Pro, was ich euch eben gezeigt habe. Ja, für das, was hier 64 GB kosten, das ist ziemlich unverschämt. Gleiches gilt dann auch für das Zubehör. Dieser Google Pixel Stand kostet 80 Euro. Really, was daran soll 80 Euro wert sein? Genauso auch das Case. Und das ist nur für die Rückseite. Mehr ist das wirklich nicht. 45 Euro. Das ist absolut unverschämt, weil wenn man wirklich sagt, okay, ich kaufe das Telefon mit einem vernünftigen Speicherausbruch, 128 GB, okay, ich brauche natürlich eine Schutzhülle dazu, die ja bei sehr vielen Herstellern inzwischen einfach dem Lieferumfang beiliegt und dann will man vielleicht noch kabellos aufladen, dann kommt man ja auch gleich auf 1000 Euro. Also, da können wir uns nämlich in dem Zusammenhang das Realme X2 Pro mal anschauen. Wenn wir das nämlich sehen, da ist nämlich, also die Daten sind natürlich nicht alle, aber teilweise vergleichbar. Da haben wir ein Super AMOLED-Display mit 402 ppi, 90 Hertz Bildwiederholrate, auch Corning Gorilla Glass 5. Kamera, ja, müssen wir jetzt direkt vergleichen, aber ich kann euch gleich noch was zeigen. Es gibt mir schon ein Video dafür. Ja, hier ist der 855 Plus drin, ich feiere mich. Wie gesagt, das ist der Unterschied ist eh marginal, aber finde ich in dem Moment recht einfach nur witzig. So, Speicherausbau hier, 6 GB ist Minimum, 6 GB RAM ist Minimum, dann 8 oder 12. Und hier wird auch noch 64 GB angeboten und dann 128, 256. Hier noch die Geschwindigkeit, UFS 2.1 oder 3.0. Zweimal 1100 mAh, okay, jetzt sind zwei Akkus drin, 4000 mAh, 50 Watt, super. Ah ja, VOOC Charge, das gab es ja, glaube ich, das erste Mal damals vom Oppo, Find 7. Ja, ich glaube, mein Find 7a damals hatte schon auch VOOC Flash Charge und hier 50 Watt, ja, 10 Volt und 5 Ampere USB Typ C mit 3,5
5mm Dual-SIM sowieso immer dabei und auch Stereo und so. Also wirklich ziemlich High-End, muss man einfach so sagen, wie es ist. Vom Speicher, vom Display. Kamera, klar, die kann ich von hier aus jetzt nicht bewerten. Oh, Lunar White und Neptune Blue. Zeige ich euch aber gleich noch. Der Punkt ist, Einstiegspreis ist hier 350 Euro. Und hier haben wir ein echtes Fullscreen-Design. Apropos Fingerabdruckscanner. Ja, ich habe es jetzt mal schnell nachgelesen. Also das Ding hat keinen Fingerabdruckscanner. Man kann halt nur Face Unlock verwenden, aber Fingerabdruckscanner halt auch nicht in Display, wo man sagt, ja, stört der nun wirklich überhaupt gar nicht. Den gibt es auch nicht. Während das Realme X2 Pro halt einen Fingerabdruckscanner und so ein Display hat. Und Einstiegspreis, wie gesagt, war hier 350 Euro, endet dann irgendwas bei 450 Euro. Also kann man zusammenfassen, das Gerät kostet ungefähr die Hälfte. Vielleicht auch von mir aus ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall deutlich weniger. Und dabei haben wir einen besseren Speicherausbau, wir haben ein besseres Design, wir haben Fingerabdruckscanner und so ein Display, einen größeren Akku, schneller, wir können schneller laden und der SoC. Ist etwas schneller. Wir können ja auch gerne Geräte nehmen, die es bereits gibt, wie zum Beispiel das Meizu 16S, was ich euch gerade gezeigt habe, was ebenfalls, also das ist ja ein vergleichbares Design, notchfrei. Die Kamera ist hier ebenfalls einfach damit im Rahmen verbaut. Trotzdem hat man ein sehr gutes Verhältnis zwischen Display und Gehäuse. Auch hier ein Fingerabdruckscanner und ein Display, der top funktioniert. Speicherausbau ist ebenfalls besser. Das Snapdragon 855 ist genau der gleiche SoC. Die Kamera habe ich ja selbst schon benutzt. Die ist einfach top. Kann sein, natürlich wird die von Pixel 4 besser sein. Aus dem Fall ist die Kamera einfach mal übel. Das Design ist geil, Rückseite ist Glas und hier auch noch dieses Muster, super. Und der Akku war 3600, selbst der ist größer, der Akku, und hält wirklich, ich bin sehr zufrieden, und selbst der wird mit 24 Watt M-Charge, hat jeder seinen eigenen Namen dafür, wird er geladen. Das Gerät ist auch super leicht und richtig kompakt. Wir können auch gerne noch ein preislich vergleichbares Gerät dazu holen, zum Beispiel für 847 Euro. Ja, ich weiß, es sind 100 Euro mehr, dafür haben wir wesentlich mehr Speicher, also mehr Festspeicher, und auch hier die 128 GB, damit haben wir den gleichen Preis. So, kriegt man das Huawei Mate 30 Pro zum Beispiel für. Wir lassen jetzt mal ganz kurz die Probleme mit Google in den fehlenden Play Store, lassen wir ganz kurz mal außen vor. Normalerweise liefert Huawei ja auch einen hervorragenden Software-Support, dass die da jetzt ausgesperrt wurden, zumindest zeitweilig, solange die Wirtschaftssanktionen noch halten. Ja, das lassen wir jetzt mal ganz kurz, das ist Politik, das lassen wir ganz kurz außen vor. Aber wenn wir das zum Beispiel vergleichen, auch hier, gut, wir haben ja einen relativ breiten Notch, aber ja, hier war ja das mit diesem Horizon-Display super geil. Ich hoffe, ich kann das Gerät auch noch testen, wo man sagt, ja, das hat auf jeden Fall hier ein bisschen was zu bieten. Ob man das dann mag oder nicht, das mal dahingestellt. Ja, ist auch ein bisschen was anderes. Nur hier, Top-SoC, wie gesagt, Speicherausbau habt ihr ja gerade gesehen. Das Teil ist bei DxO-Benchmark einfach mal Platz 1, was die Kamera angeht. Muss das Pixel 4 hier erstmal vom Thron stoßen. Und selbst da muss man sagen, immer eine Top-Kamera. Also, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist für mich irgendwie wieder so ein Smartphone, was einfach mal keiner braucht. Und was mit aktuellen Entwicklungen der Konkurrenz nicht mithalten kann. Und hier nochmal Grammy X2 Pro, die Kamera. Wie gesagt, kann sein, dass das Pixel 4 dann besser ist, bla 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 bla, aber das sind ja dann alles diese Entwicklungen in Nuancen, von denen ich immer rede, wo man sagt, ernsthaft, man gibt hier 400 Euro für ein Smartphone aus und kriegt dann eine Kamera, wo man sagt, der preisliche Abstand zum Pixel 4 beispielsweise ist dann einfach nicht gerechtfertigt. Wenn man jetzt Fotograf ist und sagt, aus Gründen auch immer für Besondere, was man halt so macht als Fotograf, braucht man das jetzt, dann soll das mal sein. Das kommt natürlich Werbung. Ich verlinke euch das ohnehin unten in der Videobeschreibung. Ja, aber hier schon mal angekündigt, also das K30, das wurde jetzt auch so, genau, hier sieht man es nochmal auch so bestätigt von Xiaomi. Das, ja, kommt tatsächlich, wir nennen es jetzt einfach mal so Punch Hole daher, hier auch nochmal gezeigt. Wird jetzt wahrscheinlich der nächste große Knaller und mit Sicherheit auch wieder sehr, sehr preislich attraktiv. Da es K30 heißt, ist das dann wahrscheinlich die International Version, also nicht für den deutschen Markt. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht unbedingt teste. Wenn Chen damit wieder um die Ecke kommt, sage ich natürlich nicht nein. Können wir uns wieder auf 5G freuen? Da können sich alle anderen wieder auf 5G freuen. Wobei, ich würde dazu ja noch ein Video machen, bin ich bisher nicht dazu gekommen. Ich halte von 5G ohnehin nicht. Also, das heißt, ich brauche es nicht. Sag mir mal so. Ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich finde es blödsinnig. Aber das ist zum Beispiel auch ein Telefon, wo man sagt, ja, das sieht schön modern aus. Nur können wir uns hier mit Sicherheit auch wieder auf einen sehr attraktiven Preis freuen. Vor allem, wenn dann die europäische Variante, die dann halt auch für den deutschen Markt natürlich gedacht ist, auf den Markt kommt. Ja, wird es beim 24. released? Oder wird es zumindest Informationen geben? Bin ich mal sehr gespannt. Ich hier noch ein anderes Video, was auch was liegt, auch noch gefunden habe, nämlich Xiaomi Note 10. Was hier auf den eventuell gefakten Bild schon recht interessant ausschaut. Da gibt es jetzt noch gar nicht so viel Informationen. Das ist jetzt hier so eine Zusammenfassung aller geleakten Informationen. Ja, naja, das sieht ja jetzt nicht gerade so vertrauenswürdig aus, ne, was hier so ist. Auch hier mit einem neuen Snapdragon, diese 865, steht jetzt hier nirgends. Aber habe ich zumindest gelesen, was dann jetzt auch dann natürlich entsprechend absolut über sein soll, also über Specs. Wobei, ich finde das mal ganz interessant, ich berichte auch darüber, aber stellt sich natürlich immer die Frage, wenn die das alles noch mehr in die Superlative führen, ist noch ein 865er Snapdragon und dann vielleicht irgendwie noch 16 GB Arbeitsspeicher und dann irgendein Terabyte mit Festspeicher.
Und sagt, ja, wer soll das bitte alles noch auslasten, diese Performance nach dieser Speicher. Aber das auch nochmal gesagt, dass das jetzt auch hier geleakt wurde. Also das K30, das ist auf jeden Fall schon offiziell announced worden. Auch das mit der Pancho und sowas, das steht schon fest. Und das ist halt natürlich 5G unterstützt, nur dual 5G sogar. Aber das Note 10, was ich jetzt gelesen habe, das ist noch nur geleakte Informationen. Genauso auch mit den Mix 4, ne? Das wurde ja auch erst widerlegt. Dann hieß es so, naja, vielleicht doch. Und hier und da, da will ich erstmal gar nichts dazu sagen. Da warte ich jetzt wirklich bis ganz offizielle Informationen kommen. Deshalb lassen wir das erstmal dabei. Ich habe da jetzt wieder ein paar Sachen, die ihr googeln könnt. Also das Note 10, also ich sag euch so, wie es ist. Das Design hier zum Beispiel, auch wenn das jetzt gefotoshoppt ist, das wird so oder so kommen. Ist nur die Frage, wer der Erste ist, der damit um die Ecke kommt, mit dem wirklich mit den ganzen, also mit dem komplett rahmenlosen Design. Das Alpha, das nehmen wir jetzt mal kurz raus, das Mix Alpha, das ist ja eigentlich schon ja, in Form gestanzte Zukunft. Wunderbar. Das sind auch alles Superlativen. Ich kann hier eben zum Beispiel hier das Meizu 16S, was ich jetzt gerade verwende. Ja, das ist bei den 16th zum Beispiel. Ich bin nur umgestiegen, ganz ehrlich, weil ich es günstig geschossen habe. Aber das 16th, ich merkte keinen Unterschied. Ja, das ist etwas, was ich so ein bisschen meine. Hier ist der 845er drin. Auch ein guter Speicherausbau, den ich natürlich nicht voll bekomme. Die Kamera ist auch schon nice. Das hier ist eben nochmal besser. Noch ein besserer SoC. Die Kamera haben sie, glaube ich, auch nochmal verbessert. Was für mich ausschlaggebend war, war der größere Akku. Ganz ehrlich, bei den 16S, das habe ich da zugeschlagen und wie gesagt, ich habe es günstig schießen können. Aber meiner persönlichen Erfahrung nach sind die ganzen Superlativen, die da jetzt rauskommen, echt Blödsinn, weil eigentlich das 16S beispielsweise hier für 400 Euro mit dem Speicherausbau, das ist schon die Global und kommt schon aus der EU und Chain hat einen Top-Support. Das ist alles schon mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich bin ja nun wirklich extrem vernarrt in Smartphone-Technik und das Gerät kann ich nicht auslasten, geschweige denn, wenn ich jetzt für ein Telefon dreimal so viel ausgebe. Außer für spezielle Anwendungsbereiche, das nehme ich uns ein bisschen raus. Und Software-Support, wer da so paranoid ist und jedes Sicherheitsupdate braucht, ich brauche es nicht, will natürlich nicht für jeden sprechen, das ist klar. Klar, wenn man von Google ein Telefon kauft, hat man natürlich immer das aktuellste Sicherheitsupdate, das ist mir auch klar. Aber da kann man auch ein älteres Telefon von denen nehmen. Schön, das soll es erstmal gewesen sein. Was ich euch am Anfang gezeigt hatte, wie gesagt, das ist meine Website, moschus.de, da findet ihr dieses Tablet. Ich finde es mal interessant, die eingebenden Preisen echt immer weiter runter, die angegebenen Preisen immer weiter rauf. Und irgendwie merkt da keiner die Diskrepanz. Hier muss man sich nicht erwarten, dass das Teil 5 Jahre hält. Das ist klar. Irgendwo muss man auch realistisch denken. Aber aus meiner Sicht für ein Smartphone so ab 400 Euro bis dahin, mehr muss man echt heutzutage echt nicht ausgeben, außer man hat eben spezielle Ansprüche. Hier zum Beispiel auch hatte ich noch Gutscheine veröffentlicht für das Mi 9 Pro und Lite. Oder hier, das war auch krass, das OnePlus Plus 7. Ja, das ist auch 8 GB RAM, 256 GB Festspeicher, ein Viertel Terabyte und 8 GB Arbeitsspeicher. Das Doppelte von dem, wo ich sage, das reicht schon für die nächsten Jahre. 365 Euro mit einem Gutscheincode, das mag sein, aber egal, sind 365 Euro. Das Ding hat eine traumhafte Kamera, ja. Auch 855er, also das ist auch super schnell und es ist schon die Global, also auch mit Band 20 und Play Store und allen drum dran. Habe ich hier nochmal auch bei Strange and Jane verlinkt. 12 GB Arbeitsspeicher und ein Viertel Terabyte Festspeicher. Für knapp 500 Euro. Auch aus der EU hier von Chen. OnePlus ist auch eine Marke inzwischen. 500 Euro und da kommt mir dann Google mit 750 Einstiegspreis daher und 64 GB Festspeicher. Schön. Das soll es aber gewesen sein. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf hängen bleiben und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich verlinke euch meine Website unten in der Videobeschreibung auch noch aktuelle Gewinnspiele. Zwei Smartphones könnt ihr da gewinnen. Alles unten in der Videobeschreibung, alle Infos und jetzt muss ich noch das Video schneiden und was anderes machen. Wir sehen uns zum nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.